Moin Leute, euer Xamnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Goku-Fan. Was wäre passiert, wenn Fuisa Son Gohan anstatt Krillin getötet hätte? Für diese Theorie gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, was passieren hätte können. Bei allen Möglichkeiten bleibt es aber gleich, dass Son Gokus Wut noch größer gewesen wäre als bei Krillin. Klar, Krillin ist sein bester Freund, aber Son Gohan ist immerhin sein Sohn. Darum glaube ich, dass sein Zorn noch größer gewesen wäre. Zum Super Saiyajin wäre er natürlich auch geworden, aber das ist eigentlich klar. So, aber nun zur ersten Möglichkeit. Die erste ist eigentlich schon relativ klar. Son Goku hätte Fuisa getötet, bevor er überhaupt seine 100% hätte sammeln können. Die nächste Möglichkeit wäre, dass der Kampf wie auch im Original ausging. Und bis zu dem Punkt, wo eigentlich Son Gohan gekommen wäre, um gegen Fuisa zu kämpfen. Krillin hätte sich sicher nicht getraut, noch einmal zu Fuisa zu gehen. Und so wäre Fuisa vom Planeten Namek geflohen. Son Goku, der wieder auferstanden war, sah, dass Fuisa die Flucht ergriffen hatte und flog zu seinem Raumschiff. So flog er mit Krillin, Bulma und den verletzten Piccolo zur Erde. Zurück zur Erde wären sie nicht teleportiert wurden, weil sie zu der Zeit nicht mehr auf Namek waren und nicht mehr in den Wunsch einbegriffen waren. So hätte Son Goku auch nie die Teleportation gelernt und beim Kampf gegen Cell, wo er sich selbst gesprengt hätte, wäre die Erde zerstört worden. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!